züchten. Im Notfall würde ich einfach sagen, wir spawnen uns zwei einfach und würden die dann anfangen zu züchten. Also so ist es, das ist jetzt nichts Verkehrtes. Ob ich den Hasen jetzt in 5 Folgen über den Kontinent schleife oder ob ich den einfach mal spawne, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Also 5 Folgen, die ich sinnlos durch die Gegend watsche. Plus 5 Folgen, die ich brauche, um den Hasen erstmal zu finden. Achso, ich kann nur einen mitnehmen, also sind nochmal mal 20 Folgen. Super. Klingt doch klasse, oder? Wie viele Emeralds wir gerade finden. Not bad, meine Freunde. Not bad. Achso. Das war jetzt wieder perfekt Englisch. Das ist so. Ich glaube, Kohle brauche ich dann keine mehr mitnehmen, sonst einen nehme ich noch mit. Eine Kohle. Und dann reicht das aber auch. Wir haben zu Hause, glaube ich, noch 500 Kohle oder so. Das, also da, das wird nicht mehr reichen. Oh, ich sehe das schon kommen. Irgendwann wird es so enden wie meiner privaten Welt, die ich mal hatte. Die habe ich immer noch, aber ich spiel nicht mehr privat. Momentan zumindest nicht mehr. Dass ich da 2 Doppelkisten Kohle habe, ey. Boah. Obwohl, mittlerweile gibt es auch viel mehr Artikel, die man brennen kann oder verbrennen kann und so. Da ist das mit der Kohle schon ein bisschen besser gelöst, aber es gibt einfach noch zu viel davon. Das Ganze ist einfach leider wahr, es gibt viel zu viel Kohle. So. Was haben wir hier? Gar nichts. Ich sehe aber, da müsste es theoretisch weitergehen. Das sehe ich gerade. Das ist zwar ein recht unfairer Vorteil, dass ich das auf der Minimap sehe, aber... Ah, sieh mal einer an. Geht's einfach dahinter weiter, den hätte man nie gefunden sonst. Und da ist sogar Gold drin. Na super, das haben wir sowieso verbraten, das ist sehr praktisch. Was soll das jetzt finden? Der Bosskampf erinnert mich nicht dran. Boah, was für ein Ding. So. Ich habe ja auch überlegt, ob ich mir eventuell... Es war von mir eigentlich geplant, dass ich mir eventuell auch Dying Light zulege. Problem an der Sache. Und deswegen mache ich es auch wahrscheinlich, also deswegen mache ich es jetzt auch nicht mehr. Es war in Planung, aber erst natürlich, ach, ich wollte keine Kohle mehr mitnehmen, gell? Jetzt kommt da die Kohlenknochen hier, warum nehme ich Kohlenknochen mit, wenn ich Kohle haben kann? Das ist doch Schwachsinn. Aber nachdem ich mitbekommen habe, dass das Spiel eventuell infiziert werden soll, und ja, dann brauche ich es mal nicht holen. Also ganz ehrlich, das ist rausgeworfenes Geld. Ich hätte es zwar trotzdem dann das Spiel, aber... Ja, so spannend ist es jetzt auch nicht. Es ist zwar grafiktechnisch echt der Höhepunkt von allem, was ich bisher kenne, aber das war's dann auch. Hab ich schon höhere Anforderungen, weißt du wie? Nee, da hole ich mir lieber ein paar... Quatsch, oh, jetzt hätte ich beinahe mein Essen verbrannt, Alter. Da hole ich mir dann lieber ein paar Artikel von Dedelix, das wäre... Meiner Meinung nach eine sinnvollere Ausgabe. Alter. Was ist das denn für eine Mucke? Ja, Moment. Mal gucken. RFTK. Ja. Also das sagt natürlich alles über die Musik aus. Er ist mein Lieblingsstück. Wusste ich selber noch nicht, aber es ist so. Jetzt wollen wir ganz kurz... Also... Da drüben scheint eine Höhle zu sein, da waren wir aber schon drin, denn es ist da hell erleuchtet. Auch falls ich nicht in Lava reinfalle. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ich einen Schreck damit gemacht habe, als ich gesagt habe, ich werde das Let's Play von Magic Mind wahrscheinlich Inside Mind wahrscheinlich abbrechen. Weil es gab also so echt, ich muss sagen, Inside Mind ist momentan echt so ein Let's Play, das zögert euch mit Aufnehmen hinaus. Bin ich ehrlich? Weil der Server ist nach dem Crash, den sie hatten, echt weiß nicht. Also es tut sich langsam wieder einpegeln, das finde ich sehr gut. In den letzten Folgen ist dann doch wieder sehr viel los gewesen im Vergleich zu den ersten Folgen. Das tut so ein bisschen Lust zurück, aber es fehlen halt einfach so ein paar Dinge, die früher da waren. Rush und Rush und Hunger Games, wo du dann gesagt hast, okay, da spielen wir halt mal eine Runde Hunger Games, haben wir halt keinen Bock zu bauen. Das fehlt momentan einfach so ein bisschen, muss ich leider gestehen.
darum ist ja die Lust so ein bisschen weg. Den Job müssen wir uns wieder zulegen. Wir haben auch kein eigenes Häuschen mehr. Wir müssen das alles neu bauen. Das ist natürlich nicht das Problem. Das geht schnell, sich ein eigenes Häuschen machen und so. Aber es ist auch das Problem, dass ich natürlich privat momentan keine Zeit habe, mir da was aufzubauen oder so. Früher haben wir es aber so gemacht, dass ich dann privat schon ein bisschen Geld reingeschäffelt habe und so, dass wir uns jetzt wenn wir es leisten können und mal was zeigen können. Aber die Zeit habe ich momentan leider nicht. Und so würde ich so auch zeitlich, glaube ich, ein bisschen unterstützen, indem ich Maps baue. Momentan leider aber, wie gesagt, etwas knapp bei Zeit. So. Aber mittlerweile, weil die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin ja mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern in Österreich. Und da habe ich ja jetzt eine 6-Tage-Woche statt nur 5. Und da ist es jetzt natürlich... Es wundert mich ehrlich gesagt, muss ich gestehen, dass ich in einer 6-Tage-Woche 4 Folgen pro Tag hinbekomme und in einer 3-Tage-Woche habe ich nur 3-Tage-Woche, in einer 5-Tage-Woche habe ich nur 3 Folgen pro Tag hinbekommen. Gut, liegt natürlich auch daran, dass mein Job, meine Arbeitgeber, die ich davor hatte, wesentlich anstrengender war und körperlich hast du dann abends dann wieder gesagt, oh nee, heute nicht, heute Abend nicht. Und da sind dann natürlich einige Aufnahmechancen verstrichen auch. Ist ganz logisch. Und die Musik geht mir gerade echt auf den Keks. Ich habe so das Gefühl, ich bin hier in irgendeiner bayerischen Oper. Ich weiß nicht, warum ich bayerisch gesagt habe. Ich habe keine Ahnung. So. Wollen wir nochmal. Ich mache gerade mal so ein bisschen Tutmining. Ich weiß. Wir machen niemals Tutmining, habe ich gesagt. Aber... wir müssen ja irgendwie... Ach, guck mal hier lang. Da sehe ich doch eine Höhle. Ey, warum nutze ich die Map nicht? Ich bin ja auch blöd. So, meine Fackel hinsetzen. Komisch, jetzt funktioniert es mit Channel, wenn ich in der Oberfläche bin. Wahrscheinlich wegen dem neuen Biom geht das nicht so. Ich bin unten oder durch, okay. Dann war der Ort sowieso nicht interessant für uns, weil das wäre zu hoch gewesen sonst. Dann kam ich mal direkt zur nächsten Stage da weiter. Der Mond. Ist die unten im Berg? Warum auch nicht? Oh, endlich! Oh mein Gott! Oh, fail. Hast du alles weggraben, weil... Alter! Hier unten natürlich schnell Lava sein kann. Schnell und viel. So. La 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 la. So, super, 5 Stück. Jetzt muss ich nur gucken, dann werfe ich die Knochen, glaube ich, weg. Dann nehme ich mir den Spaß hier mal. Das stimmt da rein, so, super. Haben wir den Diamanten und jetzt können wir munterflockig die Diamanten abbauen und nichts verschwindet. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier ist Emerald. Hier ist Stein. Jetzt haben wir natürlich eine Menge davon. Erz kommt dahin. Eisenerz kommt dahin. Beste der Obsidian Bone Gear kann mich jetzt auch mal. Ach, jetzt habe ich die normalen Knochen wieder aufgesammelt. So. Ja, okay, da oben, das ist jetzt nicht besonders spannend. Dann graben wir mal weiter. Und dann werde ich auch langsam wieder zurück machen zu unseren Hunden. Unsere Spitzhacke gibt eh gerade einen Geist auf und ich möchte ihn nicht wegschmeißen. Lieber noch eine Schniege Behutsamkeit draufpacken. Oh! Und wisst ihr, da hau ich jetzt gerne einfach mal hier fahren, möchte ich schon mitnehmen. Da hau ich da einfach mal das Akazienholz weg, weil ganz ehrlich, wir haben die Akazien da mitgenommen, das heißt, wir können uns das Akazienholz selber anpflanzen. So ist es nicht, dann nehme ich lieber noch ein bisschen Redstone mit. Den kann ich besser gebrauchen. Obwohl, nee, da kann ich eigentlich fast schon den Stein besser gebrochen als den Redstone, ne?
Dann nehme ich Stein mit. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo unsere Hunde sind. Sind doch nicht unsere Hunde, da sind unsere Hunde. Ich denke, das wird nur eine dauern, bis wir da sind. Eigentlich könnte ich aber auch... Na komm. Also ob sie die eines mitzunehmen, das wird ewig dauern, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, da ist der Punkt mit den Hunden schon, sehr schön. Jetzt nur irgendwie hinfinden. Cool wäre es natürlich, wenn ich die Stelle, wo ich mich runtergegraben habe, finden würde, aber ich glaube... Achso, ich bin schon runter. Ja, genau. So viel dazu. Ich glaube, das Glück werden wir nicht haben, wollte ich gerade sagen, und wir haben es auch nicht gehabt. Jetzt mal Nase jucken. Und Licht machen. Ich bin ja noch am überlegen, ob wir die Hunde überhaupt Haie nach Hause kriegen. Die haben ja das dringende Bedürfnis, meistens einfach mal zu despawnen oder sowas, wenn sie im Wasser sind. Deswegen bin ich noch gar nicht sicher, ob wir die nach Hause kriegen. Und wir sind ja auch, ich glaube, 6, 7, 8000 Meter von zu Hause entfernt. Also das wird ein Gewaltmarsch, das sage ich euch. So. Und? Noch eine Neuigkeit, jetzt heute alles von Neuigkeiten hier. Wer es mitbekommen haben sollte, der Rabenschnitzel hat ja jetzt sein Let's Play auch aufgehört, ne? Sein Minecraft Let's Play, also nicht aufgehört, doch. Ja, bin ich sicher. Also auf jeden Fall hat er es pausiert. Und ja, somit sind, glaube ich, jetzt alle großen Let's Player aus dem Rennen, die Minecraft gemacht haben, haben wirklich alle komplett aufgehört zu Let's Play. Minecraft, die machen jetzt alle, der Rabenschnitzel macht das beim Unge, beim Minecraft Leben mit. Also kommt so langsam so die neue Generation Gamer raus, würde ich sagen. Und wir gehören dazu. Muss man einfach sagen, ne? Wir gehören da schon. Oh. Sind wir schon in der Erdschicht angelangt. Oder auch nur einfach so ein Stück Erde. Kann auch sein. Wie hoch sind wir denn? Wir sind auf 67 Fuß. Wir sollten lang... Ich bin in der Höhle. Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht ja schon episch aus, ne? Lalalalalala. Hier liegen Zombie-Hände. Ach, alles klar, ich bin in dem Berg nach oben. Nee. Glaube ich gerade weg. Wo muss ich denn hin? Nee, ich war richtig. Ach hier. Kann mir einer erklären, warum da jetzt Wasser ist? Wahrscheinlich nicht, gell? Also Jungs, mitkommen. Mitkommen. Mitkommen, mitkommen. So, haben wir unsere Hunde wieder aufgesammelt. Ich weiß nicht, warum hier Wasser ist, keine Ahnung. Ach, der Eisblock ist geschmolzen. Muss mal ganz kurz. So. Da haben die Hunde, obwohl die werden auch so hinterher gespawnt, so ist es nicht, aber... Wir können auf der Minimap sehr gut beobachten, ob die Hunde noch da sind. Das gefällt mir. Also ich merke mir jetzt, ich hätte auch hier reingehen können. Ich hätte mich nicht nach unten graben müssen, aber naja. Warum denn einfach machen? Jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz hier dagegen um. Vielleicht finden wir da noch was Lustiges. Ich glaube es zwar jetzt nicht mehr. Aber man soll die Hoffnung ja nicht verkommen lassen. Oder irgend sowas. Das sieht so geil aus. Es tut mir leid, dass es gerade wieder leckt. Es tut jetzt gerade natürlich wieder neue Biome generieren, weil wir hier hinten noch nicht waren.
hoffe ich. Also vorhin habe ich es auch gesagt, aber nee, vorhin. Als ich bei euch in der letzten Folge, für mich in der letzten Aufnahme, eine Woche her oder so, was haben wir hier? Ach, normale Rosen. Oder Mohn heißt es ja jetzt. Haben sie ja geändert. Sieht schon geil hier aus. Das ist auch so eine Stelle, da würde ich gerne ein Häuschen bauen. Sieht schon geil. Ich finde den Wasserschädel ja immer noch am geilsten. Der ganze Textur, das sieht so cool aus. Es reicht jetzt mit dem Lex hier. Ich kann da leider nichts dafür. Ich könnte jetzt einen Shader rausmachen, aber das wäre jetzt Schwachsinn, wenn ich dafür einfach einen Shader rausmache. Und nachher wieder reinklatsche. Was haben wir jetzt hier? Da drüben haben wir wieder Berge. Sieht auch recht abgeschnitten aus. Könnte sein, dass wir da wieder ein anderes Biom kommen oder dass wir gerade wieder im alten Biom sind. Ich weiß es nicht. Nee, so abgeschnitten ist das gar nicht. Federn. Brauchen wir immer noch. Also. Da zeigen sich aber eine ganze Menge Hühnchen. Hühnchen! Lasst euch rupfen! So, die beiden. Bin gleich wieder da.